Gut, und bitte. Ja, heute Morgen bin ich in diesem Stuhl gesessen für die ersten Szenen, die ich zu drehen hatte, für das Video Lichtgestalt, und jetzt habe ich gerade vor ein paar Minuten die letzte Szene abdrehen dürfen. Während dem Tag haben wir, ich glaube, wirklich wahnsinnig schöne Bilder einfangen können. Wir hatten ein großartiges Team, ein sehr gutes Drehbuch. Diese Location hier ist einzigartig. Das ist ein riesenhaftes Gebäude, knapp 700 Zimmer. Wir haben uns mehrfach hier drin verlaufen. Das ist eine unglaubliche Architektur. Und es hat eben diesen Flair, den wir gesucht haben. Diesen, naja, man kann sagen, Sanatoriums-Flair, den wir in diesem Video brauchen. Und dieses Video erzählt einerseits eine Geschichte, lebt aber andererseits hauptsächlich durch die Emotionen, die transportiert werden in den Bildern. Wir haben so schöne Locations hier gefunden, oder so schöne Sets hier gefunden in dieser Location. Wunderbare Gänge, großartige Räume, wie man ja auch hier sieht. Also es war sehr interessant, weil ich habe das Team, mit dem wir jetzt gearbeitet haben, die Produktionsfirma Zuckerbrot und Peitsche und das Regisseurteam Longcross, eigentlich durch ihre Arbeit kennengelernt. Ich habe Videoclips von ihnen gesehen gehabt, die mir sehr gut gefallen haben, und habe sie dann kontaktiert und hatte an sich nur die eine Idee im Kopf. Ich wollte die Inhalte, musikalisch wie auch textlichen Inhalte von Lichtgestalt in emotionalen Bildern umgesetzt haben. Und sie haben dann aufgrund der Musik, aufgrund des Textes eine sehr schöne Idee eigentlich gehabt. Sie haben sehr schöne Bilder ausgearbeitet. Und ich hoffe eben, dass das Video tatsächlich, und ich habe auch den Eindruck, dass es tatsächlich dann das transportieren wird, was ich an Emotionen versuche in den Texten, in der Musik zum Ausdruck zu bringen. Lacrimosa ist eine sehr emotionale Musik. Ich versuche meine Gefühle in Wort und Musik zu verpacken. Und wenn man nun die Dimension der bewegten Bilder dazu führt, dann denke ich, sollte es eigentlich in gleichem Maße ein hauptsächlich emotionales Kunstwerk sein. Ja, jetzt haben wir es tatsächlich noch in der Zeit geschafft. Das ist der erste Videodreh, der so planmäßig tatsächlich durchgezogen werden konnte, den ich bisher erlebt habe. Ja, das ist ja auch ganz blöd. Ja, das ist ja auch ganz blöd.
Gestalt der Clip ist ein schöner Abschluss für den Zyklus, den wir hatten mit Lichtgestalt der CD, Lichtgestalten der EP und dieser DVD, die damit auch das Jubiläumsjahr, das 15-jährige Jubiläumsjahr von Lacrimosa beschließt.